So, Jasmin wollte gerne noch ein paar Worte an euch richten. Jasmin, bitte. So, guten Abend, Braunschweig. Ich sehe ganz, ganz viele neue Gesichter. Ich sehe ganz viele Menschen vor mir. Herzlich willkommen auf unserer jetzt 19. Mahnwache hier in Braunschweig für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Völkerverständigung, gerechte Finanzen, was ihr selber auch so schon gemerkt habt, im Herzen tragt, was euch ein bisschen stört, was euch bewegt, wo ihr merkt, hier läuft irgendwas nicht ganz richtig, das geht sicherlich nicht nur mir so, dass Unsicherheit sich breit macht um die Arbeitsplätze, um die Nahrungsmittel, die wir haben. Wir sehen, dass unsere Erde ausgebeutet wird und wo fängt Frieden an und wo hört Frieden auf? Dinge, die uns alle bewegen. Und ich war letzte Woche auch ein bisschen hier in Braunschweig unterwegs und für mich persönlich gibt es keine alte oder neue Friedensbewegung. Für mich gibt es einfach nur eine Bewegung für den Frieden und das ist, glaube ich, die Bewegung, die auch die Älteren, die schon länger im Frieden unterwegs sind, mit den Jungen, wie wir unterwegs sind, vereint. Es geht für mich persönlich als Mensch nur um eins. Genau. Ich stehe hier für diesen Planeten, für unsere Lebensgrundlagen, weil es ist doch im Grunde genommen vollkommen egal, wer wem mit irgendwelchen Waffen auf die Köpfe haut oder ähnliche Dinge. Es geht um unsere Lebensgrundlagen und ich stehe hier, weil auf diesem Planeten etwas ganz fürchterlich schiefläuft. Das geht doch bestimmt nicht nur mir so, wenn mein Bauch sagt, das ist nicht in Ordnung. Und dafür stehe ich hier. Es nutzt doch überhaupt gar nichts, sich mit Panzern oder Drohnen zu bekriegen. Wenn Mutter Erde kommt und aufsteht, dann ist das eh alles zu Ende. Und die Erde rüttelt sich und die Erde schüttelt sich, wenn wir gucken. Wir kriegen das gar nicht immer mit, weil es uns nicht gesagt wird. Da bricht ab und zu mal ein Vulkan irgendwo aus. Aber was ist denn mit den Erdbeben, die überall und nirgends sind, wo keiner von redet? Was ist denn mit diesen ganzen Dingen? Und ich stehe einfach hier, weil ich sage, es läuft etwas schief in unserer Welt. Und das passt mir nicht. Und ich gehe hier nicht eher weg, bevor unsere Lebensgrundlagen für unsere Kinder, für unsere Tiere, für die Natur endlich als das geachtet werden, was sie sind. Und wir als Krone der Schöpfung endlich anfangen, mal auch diese Krone als das zu benutzen, wofür wir sie bekommen haben. Zum Nachdenken und zum Schutz für uns und alles das, was uns Menschen und diese Erde ausmacht. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend und gebe an den Nächsten weiter. Bis nachher zur Schweigeminute. Danke, Jasmin.